Hallo und willkommen zurück zu World of Warships. Ich hatte gerade eben eine richtig, richtig blöde Runde mit der Nürnberg und ja, aber nee, es lag nicht am Team, es lag an mir selbst. Ich habe total Mist gebaut, bin vorgefahren und so. Und da kam eine Scharnost um die Ecke und das war's dann so. Ungefähr, das ist die Kurzfassung. Das kriege ich doch jetzt bestimmt nochmal hin. Gut, dann spielen wir mal eine Runde mit der Nürnberg. Und ich überlege so ein bisschen. Lade ich in Zukunft weiter jedes Gameplay hoch oder jedes Video oder soll ich das vielleicht mal ein bisschen filtern nach besseren Runden? Aber das hier ist halt die Realität. So läuft es nun mal ab. Und auch wenn ich bei anderen YouTubern das teilweise sehe, wie die ja dann halt nur gute Runden hochladen und ich sehe das dann, dann denke ich mir im ersten Moment auch so, halt, das kann doch nicht sein. Wie machen die das? Und dann im zweiten, der zweite Gedankengang ist dann, hey, die wählen dann auch nur ihr Gameplay aus, die guten Runden, die sie haben, mit 10 Zitadellentreffern und so. Bei mir seht ihr hier alles, die nackte Realität, wie ich das so gerne sage. Ich weiß nicht, sollte ich das vielleicht ändern, aber ich glaube, es gibt genug YouTuber, die nur gute Sachen hochladen. Von daher, ja. Ich bin ein bisschen unentschlossen, aber ich glaube, ich werde das weiter so handhaben. Ist für mich auch am bequemsten. Da muss ich nicht irgendwie stundenlang spielen und hoffen, dass da irgendwas Gutes bei rumkommt. Es könnte dann natürlich auch sein, dass nicht täglich mehr was kommt, wenn ich das so machen würde, weil dann braucht man halt eine gute Runde. Und ich spiele das nun mal nicht stundenlang am Tag. Ich bin ganz, ja, ich sag mal, ich bin da vorsichtig. Ich sag, ich bin halbwegs passabel, wenn ich dann mal nachdenke. Dann bin ich vielleicht schon ja, so Richtung oberes Drittel vielleicht. Ja, gut. Und das ist halt immer die Frage. Aber ich glaube, ich werde es so beibehalten. Ja, gibt wirklich genug Leute, die nur super Videos hochladen, super Gameplay, super Replays, wie sie alle weghauen. Die Leute sich dann fragen: Ey, wie macht der das? 10 Zitadellentreffer in einer Runde und ich schaffe nicht mal einen? Ja, ganz einfach. Der schafft das auch nicht in jeder Runde. Der lädt nur das Video hoch, wo er es geschafft hat. Ja, da muss man immer dran denken. YouTube ist auch mehr Schein als Sein. Was auch so bestimmte. Ja, ich will mich da jetzt nicht allzu großartig drüber auslassen, aber was YouTuber angeht, das ist halt auch eine Menge sehr, sehr eitle. Oh Gott, ich bin entdeckt. Nein. Sehr eitle YouTuber gibt, die natürlich nur das Beste von ihnen von sich hochladen und so und machen wollen und überhaupt bei mir, ich bin da vollkommen schmerzfrei. Ich rödel einfach so rum, wie es mir gefällt und ich muss jetzt mal ganz schnell abdrehen. Oh, da war eine Fidschi. Warum steht da unten noch der Zerstörer am Spawn? Warum? Jetzt habe ich so viel wieder vor mich hingeredet. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was ist denn das hier? Und da unten fahren alle jetzt nach rechts. Brauchen doch ewig, bis die bei C sind. Immer noch entdeckt, aber da scheint nicht allzu viel zu sein. Zumindest, jetzt wird wieder auf mich gezielt. Ja, komm, zieh rum. Zieh rum. Ich werde jetzt nicht vorfahren. Nein. Definitiv nicht. Das kann ja eigentlich nur der Zerstörer hier sein. Jawohl. Oh, der will da außen rum. Gut, dann werde ich mal wieder meinen Job hier machen und ein bisschen auf die New Mexico aufpassen. Oh Mann, da ist ja noch wer. Ist da noch ein Zerstörer? Wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Zwei sind links, zwei sind vermutlich rechts. Eieiei. C können wir uns jetzt hier nicht so wirklich nähern. Ist gleich die Frage. Ich werde gleich irgendwann aufgedeckt. Na, wird wahrscheinlich noch im Nebel sein. Dann kommt der hier von rechts. Ja, okay. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal. Werde ich das oder? Ja, hallo, Kollege. Ja, probieren wir es mal so. Jetzt zielen drei auf mich.
Oh Gott, ich drehe da rein, ja. Irgendwie ist hier aber... Lad jetzt hier AP. Ja, Leute. Das war ganz okay. Oh Gott, genau. Verpasst er mir da voll eine Kelle. Das gibt's nicht. Ich muss hier weg. Alles, aber nicht brennen. Alles, aber nicht brennen. Das wäre nämlich jetzt eine sehr kurze Runde. Ich könnte auch einfach aufhören zu schießen, aber es dauert ewig, bis ich wirklich aus der Reichweite raus bin. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie der Zerstörer fährt. Oh Gott. Oh, was macht das Ding denn für Schaden? Was ist das denn bitte? Siebener. Ja, toll. Mein Gott, was ist denn hier los? Wow. Ja, gut. Zumindest habe ich mal über meine Pläne geredet, über meine Gedanken. Auch wenn es jetzt hier nicht allzu viel mehr zu sehen gibt. Okay, ne? Also, ja, ihr wisst schon, das ist halt... Gott, war das böse. Aber dass die so viel Schaden macht. So ein verdammter Kreuzer. Der Name sagt mir auch überhaupt nichts, aber das ist so ein Abding. Das heißt, das wird irgendwo von einem anderen Kreuzer was sein. Aber ich wüsste jetzt auch nicht von welchem. Seit wann? Das ist doch... Das ist doch ein Japaner, oder nicht? Ist das ein japanischer Kreuzer? Wann haben die denn so viel AP-Schaden? Oder die Nürnberg hält halt total nichts aus, aber trotzdem. Ist der hat ja alles getroffen. Oder ist wirklich alles reingegangen? Wir führen hier aber, auch wenn wir mit dem Schiff zurückliegen und ich nicht mehr allzu viel habe und ich konnte hier noch überhaupt nichts machen, außer vielleicht die 7600 Schaden da, aber das war's dann auch schon. Da ist King George. Vielleicht kann ich mich ja so ein bisschen an den ranbuxieren. Ja, gut, das war dann die Gneisenau. Sollte ich auf jeden Fall hinter der Insel irgendwo bleiben. Du fährst jetzt... Gut, ich drehe mal. Dann werde ich schießen. Und dann drehe ich gleich weiter. So für den Fall der Fälle. Gut, ich bin entdeckt. Gleich wird wieder alles auf mich zielen. Das könnte sogar gut rein. Ja, nein, vielleicht ein bisschen. Auf jeden Fall. Ja, da kommt die wieder her. Ich fahre auf jeden Fall hier bei der Insel rum. Ich will der nicht nochmal begegnen. Nein, danke. Los, ich möchte gerne unsichtbar werden. Ist das zu viel verlangt? Oh, verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Es geht vorbei. Jawohl, die Geschosse fliegen ewig. Und drei Tage. Du ziehst genau in meine Richtung. Ich sehe das schon. Ja. Ja, das könnt ihr aber vergessen. Das habt ihr euch so gedacht. War aber nicht mit mir hier. Probier es mal so. Oh, verdammt, da waren nicht alle Geschütze rumgedreht. Und ich habe hier gleich eine Insel vor mir. Das ist natürlich richtig doof jetzt. Das habe ich so spät gesehen. Oh nein. Werde ich nicht treffen. Aber ich werde gleich die Insel treffen. Nun gut. Aber ich lebe noch. Ich bin noch nicht besiegt, um es mal so zu sagen. Auch wenn ich davon nicht allzu weit entfernt bin. Aber okay. Herausforderung angenommen. Wir brauchen schon mehr als 2000 Trefferpunkte. King George komme ich halt nicht ran. Das ist Leningrad haben wir da. Wir haben jetzt aber alle drei Punkte, aber haben sehr viel weniger, haben mehr Schiffe verloren. Das ist halt, aber die Arp da hinten hat auch ganz schön kassiert. Könnten sie gleich sogar schon rausnehmen. Ich muss hier ein bisschen auf... Ja, ich kann mich nicht um das Schlachtschiff kümmern. Ich muss mich hier um...
den Zerstörer kümmern. Das sieht auch ganz gut aus soweit. Problem ist nur wieder, dass die ganze Welt auf mich zielt. Naja, fast. Na komm schon. Oh, da kommt jetzt King George. Ich glaube, ich werde dem mal hier noch einen mitgeben. Vielleicht kann ich den ja anzünden. Kann ich der New Mexico da noch ein bisschen helfen? Vielleicht. Oh, es lädt nach. Ja, das hat auf jeden Fall noch ganz gut reingehauen. Das ging jetzt alles gegen die verdammte Insel. Oh, bremsen. Ich hätte reinlenken sollen. Ich hätte nicht weglenken sollen. Brennen. Löschen. Löschen. Das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Nicht mal ansatzweise. Ja, ich komme mit 2000 Trefferpunkten aus. Ist doch nix. Ah, das ist jetzt richtig doof an der Stelle da. Oh Gott, Flieger raus. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, dreh rum. Zieh rum. Er sieht mich sowieso. Das Problem ist, wenn er mich jetzt hier einmal trifft, dann war's das. Ich würde ihn gerne einmal anzünden. Ist das zu viel verlangt? Und das geht wieder gegen die Insel. Wo kommt das denn da weg? Da ist ein Zerstörer. Nee, da ist eine Fidschi. Hallo, was machen die denn hier? Soll das denn ein Witz sein? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es ist hier Ringelpiez mit Anfassen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Könnt ihr euch mal um diesen blöden da was auch immer kümmern? Oh Leute, was ist denn hier los? Ich werde von allen Seiten beschossen. Das kann nicht sein. Nee, das Elend gucken wir uns jetzt nicht weiter an. Nein. Was ist denn momentan wieder mit der Nürnberg los? Das ist, irgendwie, also manchmal läuft es richtig gut mit dem Schiff und manchmal ist das wirklich, aber sowas von nicht auszusprechen. Gut, wir hatten Kreuzer, dann kommt jetzt wieder hier die Turenne dran. Mit der brauche ich noch, ich könnte mir schon die Courbet holen, aber dafür möchte ich keine freie Erfahrung opfern. Dann starten wir mal so in eine Runde. Vielleicht läuft es mit der jetzt mal wieder besser. Was? Das war aber auch eine komische Runde. Aber, oder nicht? Also, ja, ich habe am Anfang echt viel kassiert. Ich habe das auch total unterschätzt, dass der mir da so viel reindrückt. Ich habe jetzt die Nürnberg auch etwas länger nicht gespielt. Wo mir eigentlich klar ist, dass man damit nicht breit sei, nicht die Seite zeigen sollte. Ja. Trotzdem, aber so doll. Fast 70% irgendwie weggehauen. Auf einen Schlag oder 60. Wow, mehr Schlachtschiffe geht nicht. Was ist das? Und mehr Zerstörer geht auch nicht. Was ist denn das hier für ein Matchmaking? Soll das ein Witz sein? Ich werde jetzt jede Menge Spaß haben. Ich werde entweder torpediert oder verbrannt. Darf ich mir die Todesart aussuchen? Wer auf jeden Fall sehr entgegenkommt. Ja, wirklich. Gut, A sieht okay aus. Ich möchte jetzt eigentlich nicht nach C da runterfahren. Ich glaube, das wäre auch ein bisschen der längere Weg. Und da ist eh die dicke Insel dazwischen. Deswegen. Es wird sich ja jetzt eigentlich mal anbieten, auf ja, HE zu wechseln. Ja, nee. Nee, glaub nicht, oder? So, Leute, jetzt will ich hier mal was sehen.
Weiß zwar noch nicht was, obwohl doch, ich weiß, was ich sehen will. Eine super Leistung. Und generell lief es ja mit der Touraine eigentlich immer recht okay. Also nicht so wie mit der Nürnberg, aber das ist halt auch ein Schlachtschiff und kein Kreuzer, der aus Papier besteht. Hallo, Frion. Wenn ich dir da einen reindrücke, dann siehst du aber alt aus, Kollege. Ich fürchte nur, das könnte... ich glaube, das ist nicht schnell genug unterwegs, oder? Das ist meine Streuung. Das ärgert mich so an der North Carolina. Da sieht das immer so toll aus, wenn die so zusammenfliegen, die Geschosse. Aber irgendwie gehen die dann trotzdem letztendlich dran vorbei. Los, lad nach. Ja, komm ruhig näher mit deinem Kreuzer. Bin da voll bei dir. Definitiv, so. Machen wir das mal so. Hallo, St. Louis, was machst du da? Was wird das? Das gibt's nicht. Ich bremse bestimmt nicht ab mit meinen 20 Knoten. Das dauert ja ewig, bis ich da mal wieder ein bisschen Tempo habe. Da war eine Samson. Die hat auch nicht so eine große Reichweite. Also was die Torpedos anbetrifft. Glaube ich zumindest. Ist auf jeden Fall kein Japaner. Da ist eine Kawachi. Die wird doch... versuch es trotzdem mit Torpedos. Interessant. Ja gut, Kawachi. Glaube ich, konzentriere mich aber... obwohl, du hast weniger. Dann machen wir das doch mal. Einfach mal so. Und gucken mal, was passiert. Ja, dreht ab. 1,7. Immerhin ein Treffer. Wir haben A und wir halten auch A, wie es ausschaut. Da ist die Samson. Konzentriere mich jetzt hier auf die Frion und die Kawachi, weil die treffe ich auch wahrscheinlich, ja. Gut, die Frion hat es jetzt hinter sich. Okay, gut, dann werde ich gleich die Kawachi... Da haben wir ja Besuch. Jetzt fast voll aufgedreht, oder wie? Ich probiere es einfach mal. Ja, klar, jetzt kommt die Kawachi zurück. Und ich treffe die nicht. Die Wakatake. Wakatake! Könnte auch guten Kriegsschrei sein. Ein bisschen lang dafür. Ja, Dinge, über die sich sonst keiner Gedanken macht. So, du fährst da gleich gegen, oder? Ja, und da kommen... Ja, du bist gleich dagegen. Kommst du da rum oder fährst du dagegen? Entscheid dich. Kommst da rum. Ja, okay. Probieren wir es mal so. Ja, toll. Genau wieder im richtigen Moment geschossen. Da habe ich momentan auch so ein Glück mit. Hat die irgendwie noch 40% Leben und da kommt irgendeiner daher und knallt da Torpedos rein oder eine Salve, die vor mir einschlägt und haut ihn sofort weg und ich kann wieder 30 Sekunden warten, bis ich wieder schießen darf. Wer wünscht sich das nicht? Die Wakatake da muss sterben. Muss definitiv sterben. Ich kann ja mal hier ein bisschen unterstützen. Bisschen. Tenryu, hallo Kollege Turnschuh. Wie schnell bist du denn unterwegs? Ich würde mal sagen, ich probiere es einfach mal so. Ja, nein, vielleicht... Da ist eindeutig zu viel Nebel. Ich sollte nicht hier oben rumkurven. Ich bin viel zu langsam. Ich könnte jetzt mal drehen, glaube ich. Kann schon mal die Geschütze auf die andere Seite ausrichten. Und da kommen Torpedos. Ja, St. Louis. Das war's dann. Okay, nicht ganz, aber fast. Hallo, Tenryu. Dreht die Geschütze.
Obwohl, die ist jetzt auch schon weg, aber die South Carolina macht mir da noch Sorgen. Oh Gott, die lassen sich hier alle wegfischen. Ja, was machst du da? Was hast du vor? Ich hau einfach mal so da was rüber. Jetzt drehst du. Genau. 830. Wuhu. Mal gucken, wo das jetzt hinfliegt. Oh, sieht ganz gut aus. Nicht durchgekommen. Das ist auch so eine Sache hier mit der Tyrann. Da ist ein Zerstörer. Da ist ein Zerstörer. Ja, toll. Das ist natürlich jetzt auch nicht so toll. Ich werde da garantiert nicht nach B reinfahren. Da kommt mit Sicherheit gleich was an. Deswegen euch treffe ich da hinten nicht. Verdammt! Ja, 12,5 Kilometer Reichweite. Sagt alles. Nee, keine Chance. Ich kann jetzt auf gar nichts mehr hier schießen. Ha, oder so hätte ich der South Carolina da hinterher fahren sollen. Und dann hätte ich mich noch weiter von den Caps entfernt. Valkyrie komme ich auch nicht dran. Ich komme ja an gar nichts ran. Und die ballern da alle fröhlich rüber. Wie wär's, wenn wir mal versuchen, B einzunehmen? Wir haben ja noch zwei Zerstörer. Was macht denn der Zerstörer da hinten? Genau das meine ich. Die lassen sich alle da von der South Carolina durch die, am Nasenring durch die Manege führen. Ziehen, wie auch immer. Hallo. Kollege, du fährst... Wie fährst du? Fährst vorwärts. Oh Gott, Zerstörer, Zerstörer, Zerstörer. Immerhin versenkt. Das war Nummer 1. Jetzt sind da sogar noch, jetzt sind da noch zwei. Leute, ihr sollt mal zu den Caps zurückkommen. Ist das zu viel verlangt? Scheinbar. Da ist dann noch einer. Oh Gott. Ja, machen wir es mal so. Probieren wir es einfach mal. Immerhin getroffen. Hätte jetzt auch auf die Samson schießen können, aber die ist doch erledigt. Ja, komm hier. Jawohl. Da waren es noch zwei Zerstörer. Ja, du willst doch auf mich Torpedos abfeuern. Das sehe ich doch in deinem Heck. Das klingt ein bisschen komisch, aber okay. Ja, jetzt nochmal. Komm schon. Das reicht immer noch nicht. Was flickst? Das ist jetzt, glaube ich, halbwegs ein Problem. Ja, das dauert eh wieder ewig, bis ich dann nachgeladen habe. Was zur Hölle macht der Zerstörer da unten? Ich verstehe es einfach nicht. So, ich ziele jetzt da auf der Minimap. Oh Gott, ist das eine Fummelei. Wieso? Probier es mal so. Natürlich nicht. Ja, jetzt habe ich geschossen. Jetzt fährt er raus. Halleluja. Und jetzt zieht er mit seinen blöden Torpedos auf mich. Und jetzt ist er Geschichte. Ja, da habe ich mit gerechnet. Das können wir sogar noch gewinnen. Jetzt müssen wir B-cappen. B-cappen. Leute, B-cappen. Was? Fordere Hilfe an? Hallo, Tenryu. Jetzt dauert das wieder ewig und drei Tage, bis die Geschütze sich gedreht haben, gedreht worden sind. Komm. Du willst da... Wunderbar. Kreuzer rausgenommen. Ja, das sieht doch ganz okay aus. Machen wir das mal. Du fährst jetzt wieder los, ne?
Werde ich dich treffen? Werde ich nicht. Verdammt. Gut, aber da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bei dem Zerstörer. Na komm. Du hast einen beschädigten Motor. Ja, ja. Jawohl, 830. Und ich sag jawohl. Ja, verdammt, jetzt kann er wieder, oder? Ja, verdammt. Verdammt. Ich versuch's einfach nochmal so. Halb blind. Ich werde jetzt einfach hier zwischendurch fahren. Auch wenn ich dann leichtes Opfer für Torpedos bin. Aber ich versuche so ein bisschen B zu zonen. San Luis haben wir da hinten noch. Ja, ich bin entdeckt. Das heißt, hier ist irgendwo dieser verdammte Nee, der ist da hinten. Was ist denn hier? Das ist San Luis. Hallo, Kollege Turnschuh. Wo fährst du jetzt hin? Ich kann das immer... Ich habe immer so Pech damit, das abzuschätzen. Usch, hä? Ja. Yeah. Verstehe das. Wer will ich nicht? Ja, ja. Machen wir es mal so. Probieren wir es einfach mal. Ich treffe fast das Heck. Hab fast das Heck getroffen. Der Zerstörer battelt sich dann mit dem anderen Zerstörer. Ich probiere es jetzt einfach nochmal so. Jetzt komm schon. Einmal. Sie schlägt wieder vorher ein. Warum bleibt die St. Louis da so stehen? Ich bin da gerade ein bisschen irritiert. Jetzt fährt sie zurück. Komm. Mach schon. 830. 2,6. Immerhin. Valkyrie hat, glaube ich, 6 Kilometer Reichweite. Wir haben auch noch die Valkyrie. Ich werde jetzt einfach darüber fahren zu St. Louis. Und der Valkyrie einen mitgeben. Die versucht es jetzt, glaube ich, nämlich nochmal mit Torpedos. Und ja, jetzt wäre sie sogar in Reichweite. Aber sie brennt ab. Ja, toll. Ich dachte, das passt nicht ganz. Gut, da hinten ist die San Luis. Oh, könnte ich sogar auch drauf schießen. Ja, gleich nicht mehr. Ich werde mich erstmal auf die hier konzentrieren. Und dann C noch mit Cappen. Da kommen Torpedos. Die kommen da lang. Okay. Ja, fahr, dreh dich, mach schon. Neun-eins, geht doch. Wurde immer noch nicht versenkt. Jetzt drehe ich die anderen Geschütze dahin, indem ich mich drehe. Und, oh Gott, wo ging das denn hin? Na los! Das war echt eine schwere Geburt. Gut, dann cappe ich jetzt noch C mit. Also da oben brauche ich eh nicht mehr hinfahren. Schaffe ich eh nicht mehr. Oder was heißt, schaffe ich nicht mehr? Wenn ich hier jetzt drehe, dann muss ich da um die Insel rum, um dann da hinten hinzukommen. Der Kreuzer sollte mal vielleicht zurückfahren, wenn der schon hinterherkommt. Wäre mal so eine Option, oder? Gut. Gewonnen! Natürlich! Mit den Franzosen gewinne ich, mit dieser blöden Nürnberg verliere ich. 84.000 plus 1.800 Erfahrung, 91 freie Erfahrung, 24.685 Schaden. Auf den Punkt genau. Teamwertung. Ja, oberes Drittel ungefähr. Zwei Schiffe versenkt. Was haben wir denn hier noch? Beschädigung von Verbündeten. Ja, du mich auch. Kapitänspunkt bekommen. 77.000 plus. Ja, doch, das lohnt sich.
Nun gut, ich hoffe, ihr hattet nach der ersten Runde auch mehr Spaß wie meine Wenigkeit. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und über einen Kommentar von euch freuen. Das war's erstmal wieder von mir und bis bald.